Langsam werden die Leute an der Börse sehr zittrig und ängstlich, und das ist genau der Moment, wo ich anfange, gierig zu werden. Hallo meine Lieben, ich bin Saul Thomas, aka Sparkojote. Die letzten Monate sind wirklich turbulent gewesen, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Politik. Wir haben Stromengpässe kommende, Gasengpässe, die steigenden Kosten in allen Bereichen, sowohl für Strom als auch für Essen, Trinken und so weiter. Es ist wirklich, es häuft sich Konflikt in der Ukraine mit Russland, Taiwan, China. Es ist, als würde die Welt untergehen. Ich fühle mich so ein bisschen wieder wie während der Pandemie, während dem ersten Lockdown, und alles geht den Bach hinunter. Aber, und ich bin da wahrscheinlich nicht der Erste, der das sagen wird, auch das werden wir als Menschheit, als Gesellschaft wieder überstehen. Totgesagte leben länger, es ist wie der Phönix, der aus der Asche rauskommt, und wie der Daumen nach oben, der immer wieder dabei ist. Was möchte ich hier einfach mit diesem Video mehr oder weniger mit euch etwas genauer anschauen? Und zwar ist es vermehrt immer wieder so, dass ich feststelle, sowohl als auch auf YouTube-Streams, aber auch auf Instagram, Facebook und Co., dass viele Leute gerade aktuell, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, etwas in Panik geraten oder zittriger sind als sonst. Ich bin der Meinung, dass wir gerade aktuell in einer Phase sind, wo jetzt gerade wirklich nicht viel passiert. Manchmal steigt es einen Monat an der Börse, dann sinkt es wieder. Wir sind nicht typisch in einem Aufwärtstrend, aber irgendwie gefühlt auch nicht in einem Abwärtstrend, sondern einfach schon gefühlt seit 3 bis 4 Monaten in einer Seitwärtsbewegung, immer so ein bisschen rauf, runter, rauf, runter, aber wir kommen irgendwie nicht vom Fleck. So schaut es auch in meinem Portfolio aus, in meinem Investmentportfolio und wahrscheinlich auch bei vielen anderen von euch zu Hause. Ihr kommt mit euren Investments nicht vom Fleck. So Leute, jetzt reicht's aber. Kanal Thomas Kovac Podcast abonnieren. Da kommen regelmäßig wöchentlich Videos. Wer das nicht macht, ihr habt gedacht, hier kommt noch was, oder? Ihr habt ungefähr noch genauso viel Vermögen oder sogar etwas weniger als letztes Jahr, wenn ihr größere Portfolios habt und dadurch dann tatsächlich mit eurem Einkommen, mit eurer Sparquote oder zumindest mit dem, was ihr investiert, dem nicht entgegenwirken könnt. Und das ist völlig normal. Solche Marktphasen wird es geben. Es ist halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, so dass immer alle oder jeder Tag Gewinne im Portfolio sind, jeder Tag fette Profits gemacht werden. Aber was tatsächlich super stabil gerade läuft, und da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich auch froh drüber, sind Dividenden. Denn ich habe einiges an Dividendentitel und auch ETFs, die aufschütten, sind im Portfolio und die enttäuschen echt nicht. Ich werde wahrscheinlich bis Ende des Jahres im Schnitt ein passives Einkommen von netto 1000 Franken pro Monat im Durchschnitt erhalten. Was völlig verrückt ist. Das hätte ich mir vor 8 Jahren niemals erträumen lassen können. Und da möchte ich auch schon so ein bisschen einhaken. Ich bin selbst gerade noch nicht lange an der Börse. Das sind lediglich 8 Jahre. Ich meine, stellt euch das mal vor, während 8 Jahren passiert oder kann so viel passieren. Und ich persönlich habe jetzt mindestens schon einen Crash miterlebt und jetzt auch mehr oder weniger einen Bärenmarkt. Und es wird vielen Leuten da draußen ähnlich gehen. Und ich sag euch so, wie es ist, die Leute, ja, die jetzt weiterhin stetig investieren, sei das über Sparpläne, ja. Ich habe meine U-Sparpläne, die immer noch laufen, sei das jetzt über normale Aktienkäufe, ETF-Käufe, die ja manuell tätig, die ich über Swissquote mache, oder mein Vanguard FTSE All World ETF, den ich monatlich manuell bespare, ja. Da trennt sich nach und nach die Spreu vom Weizen. Leute, die dranbleiben, Leute, die in ihrer Strategie festhalten, die auch an ihrer Strategie feilen und tatsächlich immer mehr und mehr Vermögenswerte anhäufen, ja. Auch wenn vielleicht gerade im Moment der Vermögenswert optisch gesehen günstig oder billiger ist, weil einfach der Kurs tiefer ist als sonst, geht es um die Vermögenswerte. Es geht um die Unternehmensanteile, die ETF-Anteile, die wir nach und nach anhäufen. Und ich sag sowieso, für mich ist das natürlich ideal. Ich bin jung, ich bin gerade erst 26. Viele von euch, die hier zuschauen, sind auch noch sehr jung. Ihr habt Zeit. Wenn ihr oder wenn die Kurse gerade günstig stehen, bekommt ihr mehr Anteile fürs selbe Geld. Das unterschätzt man enorm, wie viel Geld da einfach letztendlich zusammenkommen kann.
Ich möchte euch einfach mal eine kleine Story von mir persönlich erzählen, die ich tatsächlich auch einfach selber manchmal gar nicht glauben kann. Ja? Und zwar damals, ja, 2015 oder ja 16 war das, ich mag mich nicht mal hundertprozentig erinnern, aber das war so eine Zeit, da gab es den Blog noch gar nicht. Also das war eher Anfang 2016, Ende 2015. Und da war es, glaube ich, China-Handelskrieg oder irgend sowas. Da gab es auch für eine kurze Zeit, 6, 8, 9 oder 12 Monate, whatever, einen kleinen Bärenmarkt. Das ist aber nur eine kleine Sache gewesen. Ja, das ist wirklich nicht irgendwie großartig der Rede wert. Aber das war für mich das allererste Mal, wo die Börse schon direkt, als ich begonnen habe, nicht so gut gelaufen ist für einen kurzen Zeitraum, für einen relativ kurzen Zeitraum. Und ich weiß noch, ich hatte da, weil das vor allem in meiner Anfangsphase gewesen ist, kurzzeitig ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, soll ich jetzt rausgehen, soll ich später nochmal reingehen oder ist es überhaupt das Richtige? Ich habe da auch so ein bisschen Selbstzweifel gehabt und ich bin da ganz ehrlich mit euch, ja, in solchen Momenten und wir befinden uns gerade jetzt in so einem Moment, man weiß natürlich nie, was die richtige Entscheidung ist. Im Nachhinein stellt sich eine Entscheidung als klug oder als blöd heraus, aber vielleicht nochmal Jahre später ist die Entscheidung, die gerade vielleicht in dem Moment als blöd betrachtet wird, vielleicht dann doch super smart gewesen. Das ist Blickwinkel oder ein Blickwinkel, der sich auch über Jahre ändern kann auf dieselbe Entscheidung. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, dass es vielleicht im Moment dumm erscheint, drin zu bleiben. Es dumm erscheint, regelmäßig nachzukaufen, wenn es gerade im nächsten Monat vielleicht tiefer steht. Es dumm erscheint, gerade nicht jetzt auszusteigen und in 6 Monaten für weniger rein oder einzusteigen. In 10 Jahren allerdings, in der Retrospektive, mag diese dumme Entscheidung von heute vielleicht die intelligenteste Entscheidung gewesen zu sein, die du jemals in deinem Leben getroffen hast, um ein Vermögen aufzubauen. Und ich sag so, wie es ist, die wenigsten Leute da draußen, und da meine ich mich mit eingeschlossen, damit die wenigsten Menschen da draußen schaffen es zu einem exorbitant hohen Vermögen. Und die, die es schaffen, sind die Leute, die entsprechend langfristig dranbleiben, an sich arbeiten. Das ist natürlich auch mit unter anderem die Investmentstrategie gemeint, Learnings, die man macht, Erfahrungswerte, die man sammelt, aber natürlich auch wirklich, und das ist so ein bisschen der Punkt, etwas gegen den Strom schwimmt. Ja? Wenn alle eben gierig sind, sollte man vielleicht ängstlich sein. Wenn alle ängstlich sind, kann man vielleicht anfangen, gierig zu werden. Und das ist so ein Punkt, der ist mir enorm, enorm wichtig. Und das habe ich auch tatsächlich in vielen meiner unternehmerischen Tätigkeiten gelernt. Man muss nicht immer mit dem Strom schwimmen. Man kann auch gerne mal Nein sagen. Oder auch Ja sagen, wenn gerade alle Nein sagen. Es hört sich vielleicht ein bisschen perfide an, aber ich orientiere mich sehr oft auch daran, was macht die breite Masse, und ich mache genau das Gegenteil, was die breite Masse macht. Es gibt aber auch Momente, wo man auch vielleicht einfach das machen sollte, was die breite Masse eben auch macht. Und es ist die Kunst, oder ich sag's mal so, der Skill, zu differenzieren, wann man was machen sollte, in welchen Momenten im Leben. Und ich glaube, das ist nicht so einfach und ich denke, auch ich werde das nicht immer richtig hinbekommen. Was ich aber hinbekommen werde, ist auf jeden Fall, dass du da draußen den Daumen nach oben drückst und wenn du diesen Kanal abonnierst und in Zukunft auch immer wieder mal bei Videos vorbeischaust, mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich vermögender sein wirst als der Rest deiner Peers. Warum, fragst du dich vielleicht. Und ich möchte dir das wirklich ganz rational begründen, weil wenn du auf diesem Kanal Videos guckst, die zum Thema Vermögensaufbau, Unternehmertum, Mindset, Einstellung und Co. guckst und konsumierst, wird der Algorithmus, und so funktioniert Social Media, dir in einer Echo Chamber das präsentieren, was du gerade sehen willst oder was du gerade geguckt hast. Und wenn das Content zum Thema Unternehmertum, Vermögensaufbau, Geldanlage, wie man diszipliniert arbeitet, Work Ethic und so weiter dir anguckst, wird das in deinem Kopf eine Echo Chamber sein und du wirst tendenziell mehr danach handeln. Und das ist eine absolut verrückte Sache, aber viele Leute verstehen das leider nicht. Das heißt,
die Social Media Bubble, in der du dich befindest, und heutzutage sind halt viele Leute auf Social Media, vor allem junge Leute auf Social Media oder im Internet allgemein, in dieser Echo Chamber, wo du halt drin bist, in dieser Bubble, wo du drin bist, wirst du dich auch weiterentwickeln. Das heißt, ich zum Beispiel, wenn ihr mal mein Feed anguckt, ist da entweder Musik drin oder, und das ist ja das Spannende, viele Dinge zum Thema Mindset und Unternehmertum. Das heißt, für mich ist meine Echo Chamber Bubble Unternehmertum. Wie macht man effizientere Unternehmen? Wie stellt man Leute ein? Ich bekomme Videos vorgeschlagen, wie man am besten Mitarbeiter managt. Ich meine, stellt euch das mal vor. Social Media will gerade, dass ich das konsumiere, weil es denkt, dass ich das tendenziell am ehesten konsumiere. Und ja, ich werde es mir angucken. Es sind dann nicht irgendwelche Katzenvideos. Okay, Moment mal. Vielleicht ab und zu mal hier und da ein paar Katzenvideos, weil ich natürlich auch Katzen mag. Ich meine, Arthur, Rosie, Bruce sind absolut alles meine Lieblinge, meine Babys, meine kleinen Kätzchen. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich würde sogar heute so weit sagen, dass nicht nur die 5 Leute, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt, einen Großteil eures Lebens letztendlich ausmacht, wie ihr denkt, was ihr macht und was ihr alles erreichen werdet, sondern ich gehe sogar so weit, dass Social Media, das Internet, noch einen viel, viel größeren Impact haben wird auf das, was ihr in eurem Leben erreichen werdet, sowohl finanziell als auch in völlig anderen Bereichen, sei es gesundheitlich, Sport, Beziehung, Familie und Co., weil das, was ihr konsumiert, das seid ihr auch, meine Lieben. Darum, meine Lieben, stay healthy, get wealthy und guckt nicht so viele Katzenvideos.